Leute, heute ist Deadline Day. Das heißt für uns von Kick11 Vollgas geben. Wir veröffentlichen an diesem besonderen Tag 2 Videos für euch. Eins geht mittags raus, das andere abends. Aber kommen wir direkt zur Sache. Wir wollen keine Zeit verlieren. Ich habe richtig Bock. Ich hoffe, ihr auch. Viel Spaß mit den Kick-News. Wohin wechselt Neapel-Stürmer Victor Osimhen? Wer verlässt den FC Bayern? Und welchen Superstar könnte sich der FC Arsenal in allerletzter Minute noch schnappen? Das und vieles mehr gibt's jetzt am Deadline-Day in unseren aktuellen Kick-News. Zum Start werfen wir heute einen Blick auf das Spiel von Real Madrid gestern. Die Königlichen sind gegen Las Palmas nicht über ein 1:1 Unentschieden rausgekommen. Der Saisonstart ist für Real mit 5 Punkten aus 3 Spielen alles andere als nach Plan gelaufen. Und was noch schlimmer ist, es gibt ersten Stress zwischen Kylian Mbappé und Vinicius Junior. Gestern im Spiel wurde überdeutlich, dass es kriselt. Beim Elfmeter hat sich Vini den Ball geschnappt. Mbappé hat das recht entspannt akzeptiert und keinen Ärger gemacht. Dabei hätte der Franzose mit Sicherheit sehr gerne seinen ersten offiziellen La Liga-Treffer gemacht. Es gab aber einige andere Szenen, wo die beiden Alpha-Tiere aneinander geraten sind. Und da haben sie auch keinen Hehl draus gemacht. Besonders auffällig war, dass Vinicius mehrfach den besser postierten Mbappé ignoriert und stattdessen geschossen oder woanders hingespielt hat. Mbappé war darüber nicht besonders glücklich und das hat er dann auch durch Gesten deutlich gemacht. Die beiden Topspieler haben ganz offensichtlich noch nicht zueinander gefunden. Im Gegenteil, bisher blockieren sich Vini und Mbappé eher gegenseitig. Vor allem der Brasilianer kommt spielerisch bislang nicht wirklich gut klar mit dem neuen Superstar in seiner Mannschaft. Und natürlich war er auch nicht glücklich, als ihn Carlo Ancelotti in der 85. Minute ausgewechselt hat. Wie in jedem Spiel bislang musste Vini das Feld vorzeitig verlassen. Mbappé ist das in dieser Saison erst einmal passiert. Eins ist jetzt schon klar, mit Vinicius und Mbappé kann es noch richtig Stress geben. Vor allem, wenn es bei den beiden und bei Real allgemein sportlich nicht läuft. Und jetzt noch was, das uns ganz besonders am Herzen liegt. Hey Leute, mal wieder kurz was in eigener Sache. Unser neues Video zur unglaublichen Story von Kylian Mbappé gibt's jetzt auf unserem neuen Kanal Kick11 Live zu sehen. Da erfahrt ihr unter anderem, warum er mittlerweile der vielleicht einflussreichste Fußballer der Welt ist. Schaut gerne rein, lohnt sich. Versprochen. Jetzt aber weiter im Text. 2021 hat RB Leipzig 15 Millionen Euro Ablöse für Mohamed Simacon an Racing Strasbourg gezahlt. 3 Jahre später geht der Franzose für das Dreifache. Der Bundesligist hat eine Einigung mit Al-Nassr erzielt. 45 Millionen Euro fließen. Und auch der Spieler selbst ist sich jetzt mit dem Ronaldo-Club einig geworden. Simacon folgt mit 24 Jahren dem Ruf des großen Geldes und unterschreibt für 5 Jahre. Den Ersatz für Simacon hat Leipzig derweil schon am Haken. RB steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Lucharel Getruda. Mit Feyenoord ist man sich einig. Bei RB soll der flexibel im Zentrum als auch auf rechts einsetzbare Abwehrmann den Platz von Simacon einnehmen. Rund 25 Millionen Euro Ablöse werden für Getruda fließen. Der Medizincheck ist schon geplant. Derweil ist die Spur zu Antonio Silva nicht mehr wirklich heiß. Der Innenverteidiger von Benfica Lissabon wurde zuletzt ebenfalls mit dem Bundesligisten in Verbindung gebracht. Eine Zusammenarbeit ist aber mittlerweile unwahrscheinlich. Auch Sergio Ramos wird wie Simacon seine Karriere aller Voraussicht nach in Saudi-Arabien fortsetzen. Der Innenverteidiger wird bald für Al-Urba auflaufen. Zwischen dem spanischen Ex-Nationalspieler und dem Tabellen 16. der Saudi Pro League gibt es eine vollständige Einigung. Bis Ende Juni stand Ramos noch beim FC Sevilla unter Vertrag. Eine Weiterbeschäftigung bei seinem Jugendclub hat sich aber aus diversen Gründen zerschlagen. Für Ramos wird es die erste Profistation außerhalb Europas sein. Wilfried Zaha kehrt Galatasaray den Rücken. Der ivorische Flügelflitzer befindet sich im Anflug auf Olympique Lyon. Die Vereine stehen kurz vor einer Einigung. Im Gespräch ist eine Leihe bis zum Saisonende. An Zaha waren auch Vereine aus der Premier League interessiert. Sowohl Leicester City als auch Crystal Palace schauen im Werben um den Angreifer aber jetzt in die Röhre. Bis vor seinem Wechsel nach Istanbul stand der ivorische Nationalspieler ausschließlich für Vereine aus England auf dem Platz, darunter Manchester United und die jüngst gehandelten Eagles. Wäre Zaha auf die Insel zurückgekehrt, hätten ihm signifikante Steuernachzahlungen gedroht. Da bietet sich ein neues Abenteuer in Frankreich schon eher an. In der Serie A geht heute noch ein ungewöhnlicher Spielertausch über die Bühne. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird Tammy Abraham von der AS Rom zum AC Mailand wechseln. Es handelt sich um eine Leihe ohne Kaufoption. Den umgekehrten Weg wird Alexis Salemakers einschlagen. Und das ebenfalls auf Leihbasis. Der belgische Flügelspieler hat schon in der letzten Saison leihweise für den FC Bologna gespielt. Jetzt wird er also wieder verliehen. Der FC Arsenal hat auf der Zielgeraden des Transfermarkts noch einmal 2 Hochkaräter ins Visier genommen. Wie englische Medien berichten, beschäftigt sich der Vizemeister mit Raheem Sterling vom FC Chelsea und mit Kingsley Coman vom FC Bayern.
Mikel Arteta will kurz vor Transferschluss also nochmal einen echten Hochkaräter an Land ziehen. Sowohl Sterling als auch Coman sollen unbedingt gehen. Beide Flügelspieler sitzen auf gepackten Koffern. Während der Engländer zuletzt öffentlich vom neuen Chelsea-Trainer Enzo Maresca ausgebotet wurde, will Coman die Bayern unbedingt noch verlassen. Beim Franzosen wurden zuletzt vor allem Liverpool, Paris Saint-Germain, Barcelona und Al-Hilal als Abnehmer gehandelt. Ein Wechsel zu den Reds hat sich aber mittlerweile zerschlagen. Liverpool hat mit Chiesa den gewünschten Flügelspieler gefunden. Jetzt bleibt abzuwarten, bei welcher Personalie Arsenal in die Vollen geht. Sowohl Sterling als auch Coman sind zu haben. Sofyan Amrabat zieht es in die Türkei. Nachdem Leihklub Manchester United von einer Festverpflichtung abgesehen hat, war der Sechser vorerst zum AC Florenz zurückgekehrt. Jetzt geht es für den Marokkaner aber direkt weiter zu Fenerbahce. Nach Infos von Fußballtransfers wird der 28-Jährige in Kürze in Istanbul unterschreiben. Es handelt sich wie schon in der letzten Saison um ein Leihgeschäft. 2 Millionen Euro Leihgebühr überweist Fener in die Toskana. Für den Anschluss an die Leihe besteht eine Kaufpflicht in Höhe von 13 Millionen Euro. Amrabat erwartet darüber hinaus einen 4-Jahres-Vertrag beim türkischen Traditionsclub. Maxence Lacroix verlässt den VfL Wolfsburg in Richtung England. Der 24-Jährige unterschreibt für 5 Jahre bei Crystal Palace. Bei den Eagles wird Lacroix erneut von Oliver Glasner trainiert. Bereits in der Saison 2020-21 hat das Duo beim VfL zusammengearbeitet. Ein Jahr vor Vertragsende kassiert Wolfsburg eine Ablöse von 21 Millionen Euro. Damit erwirtschaftet der Bundesligist ein sattes Transferplus. 2020 war Lacroix für 5 Millionen Euro vom FC Sochaux in die Autostadt gewechselt. Nach insgesamt 130 Pflichtspielen für die Wölfe erfüllt er sich jetzt den Traum von England. Für Borussia Mönchengladbach gibt es in Kürze einen warmen Geldregen. Manu Kone wird den Verein in Richtung Italien verlassen. Nach Infos von Fußballtransfers stehen die Fohlen kurz vor einer Einigung mit der AS Rom. Der Mittelfeldspieler und die Giallorossi haben sich auf einen Vertrag bis 2029 geeinigt. Neben der Roma hatte auch der AC Mailand ein Angebot eingereicht. Jetzt zeichnet sich aber ab, dass Milan im Werben um Kone den Kürzeren zieht. Als Ablöse stehen 15 bis 20 Millionen Euro im Raum. Wohin zieht es Victor Osimhen? Das ist aktuell noch unklar. Die SSC Neapel hat sich mit Al-Ahli über einen Transfer des Stürmers geeinigt. 80 Millionen Euro Ablöse könnten fließen. Dazu winkt dem Nigerianer in der Wüste ein saftiger 4-Jahres-Vertrag mit 30 Millionen Euro Jahresgehalt. Im Gesamtpaket aus Ablöse und Gehalt würde sich Al-Ahli den Deal also unglaubliche 200 Millionen Euro kosten lassen. Da kann selbst das interessierte Chelsea nicht mithalten. Auch die Blues sind noch nicht ganz aus dem Rennen. Sie haben aktuell aber nur noch Außenseiterchancen. Osimhen selbst überlegt noch, ob er wirklich nach Saudi-Arabien wechseln möchte. Eigentlich träumt der Angreifer von einem Engagement in England. Apropos England. Al-Ahli hat für den Fall, dass Osimhen noch absagt, eine Alternative parat. Ivan Toney hat seine Zusage für einen Transfer schon gegeben. Außerdem hat der FC Brentford ein Angebot in Höhe von 42 Millionen Euro akzeptiert. Nach FT-Infos winkt Toney einen Vertrag bis 2027 mit einem Jahresgehalt von 18 Millionen Euro. Jetzt bleibt für den Engländer abzuwarten, ob Osimhen Al-Ahli zusagt oder nicht. Denn beide Stürmer wollen die Saudis aufgrund der Ausländerregelung der Saudi Pro League nicht verpflichten. Diese schreibt vor, dass maximal 10 Legionäre in einem Team spielen können. Ein Neuzugang holt am Deadline Day auch noch Eintracht Frankfurt an Bord. Mahmoud Dahoud kommt von Brighton & Hove Albion zu den Adlern. Der Mittelfeldspieler soll dauerhaft an den Main wechseln. Die Ablöse dürfte nicht allzu hoch ausfallen, denn Dahoud hat bei Brighton in den Planungen keine Rolle mehr gespielt. In Frankfurt soll er den Ausfall von Oskar Højlund kompensieren. Der Däne fällt lange mit einem Mittelfußbruch aus. Für Gabriel Vidovic steht der nächste Schritt in seiner noch jungen Profikarriere auf der Agenda. Nachdem der Offensivspieler zuletzt per Leihe für Dinamo Zagreb aufgelaufen war, steht jetzt das nächste Leihgeschäft an. Vidovic wechselt für ein Jahr zum FSV Mainz 05. Vorher verlängert er noch seinen Vertrag in München bis 2026. Für den nächsten Sommer hat Mainz dann eine Kaufoption in Höhe von 5 Millionen Euro. In München kam Vidovic bei den Profis kaum zum Zug. Aufgrund der großen Konkurrenzsituation im Bayern-Kader geht er jetzt den Weg über Mainz, um sich in der Bundesliga zu etablieren. Ein monatelanger Transferpoker findet kurz vor Transferschluss sein Ende. Romelu Lukaku ist neuer Stürmer der SSC Neapel. Wie der italienische Meister von 2023 mitteilt, kommt Lukaku vom FC Chelsea an den Vesuv. Es fließen 30 Millionen Euro Sockelablöse plus bis zu 15 Millionen Euro an Boni. Soumaila Koulibaly verlässt Borussia Dortmund. Wie der BVB verkündet hat, wird der 20-jährige Innenverteidiger an Stade Brest verliehen. Eine Kaufoption ist Teil des Deals. Schon in der letzten Saison hat der Franzose auf Leihbasis bei Royal Antwerpen gespielt. Eintracht Frankfurt hat einen Abnehmer für Aurelio Buta gefunden.
Der Rechtsverteidiger der Adler wechselt per Laie zu Stade Reims nach Frankreich. Außerdem sichert sich der Ligue 1 Club eine Kaufoption in Höhe von 6 Millionen Euro. So, jetzt kommen wir zur Frage des Tages. Ich will eure Meinung zum Stress bei Real Madrid hören. Glaubt ihr, dass sich Mbappé und Vini zusammengerauft bekommen und die Saison richtig erfolgreich wird? Oder sind die Egos der zwei Superstars einfach zu groß? Schreibt's mir mal unten in die Kommentare. Das war der erste Teil unserer Kick News am Deadline Day. Am Abend gibt's dann Episode 2. Also dranbleiben, Leute. Und lasst uns gerne ein Like und ein Abo auf diesem Kanal da, wenn ihr unsere Videos feiert. Würde mich echt freuen. Ich bin raus für heute, liebe Leute. Später übernimmt dann mein Kollege Tom. Macht's gut und bleibt stabil.